is the hope inside the dark. Rich controls my disappointment. Absolut, das ist jetzt das, was wir ernten. Ja. Das wird geerntet. Schauen wir, ob 2011 ein gutes Jahr. Schaut cool aus. Wir unterhalten uns nach der ersten Abbrechung. Gut, du hast den Namen Felix ja schon gesprochen. Felix Mitterer war ja fürs Cover-Artwork als auch für die Bandfotos verantwortlich. Wir sind jetzt nach ihm gekommen und wird auch in Zukunft die Zusammenarbeit mit ihm ausschauen. Der Felix ist einer meiner besten Freunde und es hat eigentlich schon so zu Impetus-Zeiten angefangen. Da hat er gemeint, ja, mach die MySpace-Seite, das schaut ja scheiße aus. Da könnt ihr ja nicht mehr rumlaufen. Ja. Und hat praktisch eigentlich alles, was irgendwie mit der Band zu tun hat, was abseits rennt, hat er ja alles selber gemacht. Damals die MySpace-Seite, die ist jetzt eh schon tot. Jetzt die Webseite, die Fotos, alle Promo-Geschichten, ja, das Cover-Art. Also Media nach außen ist, ja. Visuell ist eigentlich alles von Felix. Ja, Wahnsinn. Und das Geile ist halt, dass er sich wirklich halt einfach so in die Arbeit reinstürzt und halt einfach nichts halt irgendwie aus den Händen gibt, bevor es nicht perfekt ist. Ja? Wenn man sagt, du, wir brauchen das morgen oder sowas, ja, dann ist er halt nicht so, ja, mein Gott, da habt ihr es halt, lasst es drucken, sondern ja, dann ist er halt die ganze Nacht auf und macht das, bis es wirklich perfekt ist. Und ich glaube, der Felix ist das siebte Bandkind. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Ja, genau. Definitiv. Ja. Aha. Gut, Line-Up hat sich auch einiges da tun. Nicht? Der Name, der Vorname ist zwar aber der gleiche geblieben, wenn wir jetzt beim Schlagzeuger schauen, aber er heißt halt anders da, ist ein anderer Roman. Was hat sich denn da in den letzten, der kurze Einblick in den Line-Up-Karussellwechsel, wenn man so will. Das ist immer schwierig, das kurz wieder zu machen. Ja. Also ganz kurz, wir sind 90-20. Das stimmt. Von der ursprünglichen Idee noch da sein. Vom Projekt, ja. Der erste Neiche ist der Allen gewesen, schon sehr zeitig eigentlich. Das war 2008. War das schon. Das war im Herbst 2008, also eigentlich noch während der Impetus Promotion. Und da waren Konzerte geplant. Wir haben damals nicht einmal den Frontis-Plattenvertrag gehabt. Sind damals der Gitarrist und die Sängerin ausgestiegen, aus musikalischen Differenzen, sagen wir mal. Und da ist der Allen in die Band gekommen, der hat dann innerhalb von nicht einmal einem Monat fast das komplette Album lernen müssen, oder das komplette Set. Wo ich mir nur sage, Chapeau, weil das war Wahnsinn. Es ist nämlich auch so, dass das menschlich einfach auch nicht leicht ist, ja, weil du bist in der Band dann auch und kommst irgendwo neu rein. Da ist irgendwas gewesen und das ist alles irgendwie relativ schwierig und der hat da echt voll Gas, bam, voll durch und das war total super. Und das war schon 2008, das ist schon relativ lang her. Dann haben wir 2008 fertig gespielt, also die Konzerte, die gebucht waren. Und haben uns dann Ende 2008 entschlossen, Sängerinnen zu casten. Das hat dann relativ lang gedauert. Was da also wirklich furchtbar war, wo man schon gesagt hat, dann kriegen wir den Zug mal aus. Und dann haben wir echt Gott sei Dank die Sandra gefunden, wo es einfach perfekt passt hat. Also vom ersten Tag, also sie ist einer gekommen, angefangen zum Singen und haben gesagt, passt. Perfekt. Das war eigentlich auch eine lustige Geschichte. Ich glaube, wir haben ein halbes Jahr lang Mädels gekauft und haben gesagt, ich meine, es waren ein paar, die waren nicht so schlecht, aber die passen nicht und irgendwie sowas. Du, das ist einfach zum Scheißen, wir finden niemanden. Und sie so, naja, aber wenn ihr Konzerte habt, ich könnte ja einspringen. Ich weiß. Ja, okay. Genau, ja, da warst du dabei, ja. Das ist nämlich die lustige Geschichte, wer es nicht weiß. Die kam immer für so eine CD-Release-Party von anderen Bands eigentlich. Für unser Magazin damals gespielt und da war, nämlich sie steht da hinten, ganz versteckt. Sie hat nämlich damals einen Song, ich glaube, das war, kann ich nicht mehr erinnern, aber es war der Turn Away gesungen und sie hat das damals sehr gut gemacht, muss ich sagen, weil ich immer gesagt, wieso darf die jetzt wieder singen? Wir haben gesagt, wir schauen uns das live an, wie sie live ist, einfach, wie sie damit umgeht mit dem Stress live und so. Aber erinnerst du, ich habe damals zu dir gesagt, wieso nimmt sie nicht singen? Ich kann mich nur erinnern. Da war es eigentlich schon entschieden. Du hast nichts verraten. Und das mit der zweiten, ich habe es dann einmal vorgehabt, glaube ich, zwei Singer, insofern mich nicht austauscht. Von dem sind sie dann komplett weggegangen, oder? Also ich sage zwei weibliche Singer. Es war einfach zu viel.
Mhm. Also der Alexander jetzt auch Neuzugang, Retro, der ist wie auch immer. Davor noch gekommen. Genau, der Alexander. Der Alexander hat auch gesungen und dann haben wir vier verschiedene Stimmen gehabt und es war einfach viel zu viel. Und dann haben wir gemerkt, das hört sich natürlich schon an, wenn man halt einen fetten Chor halt irgendwie live hat, aber der Aufwand dafür war halt einfach irre. Und die Maria hat dann auch gesagt, sie würde halt einfach gerne lieber mehr singen, ja, und so verständlich sein. Ja, absolut. Und ich denke auch, dass das dann für dich als männlicher Partner ziemlich schwierig sein wird, sich auf zwei Frauen einstimmen, oder? Nein, das gefällt mir nicht. Das ist nach. Das ist nicht. Nein, ich meine, es gibt selten Bands, wo praktisch drei Vokalisten sind. Ich kenne nur vergleichbar, wo da sind drei verschiedene Sänger, wie zum Beispiel die Amarante aus Schweden, da wo er Der Jack E. Lee heißt er ja nicht, der Joachim Lundberg, ist eigentlich der Cousin vom Hammerfall-Sänger, nicht? Der eigentlich Melodik, dann sie, seine Ex-Freundin, ist Sängerin, nicht? Und dann einer dabei, der was eigentlich eher mehr die Death schaut, also das dürfte ziemlich ein schweres Konzept sein, das in der Waage zu halten. Aber so sagst du, nein, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Das sind meine Parts, die ich im Prinzip eh immer schon gesungen habe und das funktioniert ohne dass man da irgendwie sich umstellen muss oder sowas. Das geht, funktioniert wie am schnell. Astra in Tiroler Landjung, der weiß du, was er redet. Und im Endeffekt, wenn wir aufs Schlagzeug zu kommen, dann haben wir den letzten Wechsel an. Alexander haben wir schon gesagt, zwischendurch noch schnell wieder zurückgekommen ist. Und Alexander hat ja schon auf Awakening eigentlich gespielt, also hat die Awakening EP eingespielt, Alexander. Und ist dann nachher ausgestiegen, weil er wieder mehr Death Metal und Black Metal spielen wollte. Und dann ist er wieder bei uns eingestiegen nachher dann. Und Schlagzeug haben wir mit dem alten Roman, dem Klumpfer Roman, die Vorproduktion komplett gemacht eigentlich. Eigentlich ja, komplett schon gemacht. Ja. Und bis auf ein Lied oder zwei, weil das dann nachher noch dazu kommen. Und wie wir fast fertig waren mit der Vorproduktion, ist es halt dann so gewesen, dass er ausgestiegen ist, aus privaten Gründen, was für uns furchtbar schade war und sehr schwierig. Und dann hat das Ganze wieder angefangen, Schlagzeuger zu suchen. Jetzt haben wir die Vorproduktion quasi abgeschlossen gehabt, ja. Dann haben wir aber keinen Schlagzeuger gehabt. Jetzt haben wir wieder nicht ins Studio gehen können, der Studiotermin war eigentlich schon gebucht, jetzt haben wir den wieder verschieben müssen. Haben Schlagzeuger gecastet, was auch furchtbar war, das war ein halbes Jahr oder länger. Und haben uns dann kurz vor dem Sommer 2010 dazu entschieden, dass wir einen Studioschlagzeuger nehmen, in Roland Navratil von die ehemals Edenbridge, jetzt Dignity, Atrocity, Leave Is Eyes. Den haben wir gefragt und haben gesagt, ja okay, er spielt uns die CD, sonst hätte es noch alles länger dauern. Und wie wir das dann abgeschlossen gehabt haben mit dem Roland, dass er die CD spielt, dann haben wir uns eben der neue Roman, der Taucher gemeldet. Roman 2. Ja genau, da war der Thomas gar nicht dabei beim Casting. Ja, da war ich Urlaub. Und dann haben wir schon gesagt, die Nase voll, echt so der 20. Schlagzeuger, der jetzt kommt, wie wahrscheinlich so. Das geht einfach nicht mehr, ja, scheißen gehen und bla bla bla, hören wir es uns mal an, da steht der Roman da, voll motiviert, gibt Gas, kann alles spielen und der hat ja auch das ganze Set innerhalb von einem Monat, hat er alles spielen können. Ja, und haben gesagt, boah, das war Wahnsinn. Überzeugend. Ja. Ja. Wir sprechen ja hier nicht von irgendwelchen Unbekannten. Für österreichische Verhältnisse sage ich jetzt, also der Roman kein Unbekannter. Es war ja der Roman ist ja der Kaffee-Puls-Gesundheitsexperte und da bin ich auch schon bei meiner nächsten Frage, die euch wahrscheinlich schon zigmal gestört worden ist. Roman ist der Gesundheitsexperte, nicht? Inwieweit ist denn das in die Band eingeflossen? Ich meine, müsst ihr jetzt da mehr trainieren? Oder das sollen wir jetzt die Wahrheit sagen. Bist du weniger geboren? Das muss ich lassen. Gibt es da vor dem Auftritt so Funktionsgymnastik und so? Ich glaube, das ist eher umgekehrt. Das wäre Einfluss auf den Roman. Nein, es ist so, ja. Also ich glaube, es ist eher umgekehrt. Es ist auch klar 5-1. Man. Also er kann es alleine schwer durchsetzen gegen 5 Wahnsinnige. Also er knockt dann seine Sellerie Karotten und ihr trinkt das Bier. Das ist aber mein Radler trinkt er gerne. Radler trinkt er schon. Radler. Ich fliege dann am nächsten Tag um 5 in der Früh wieder rennen. Ja, das ist natürlich der Sportler, das ist halt. Ja. Aber es ist halt schon praktisch. Ich bin mal ins Fitnesscenter und so, ja, mach. Ja, man kann immer fragen, alles Mögliche, er kennt sich voll gut aus, das ist schon super. Ja, ja, wir haben sogar vor dem Roman schon einen Spitznamen gehabt, nämlich der Sportclub Ekliptiker. Ohne eigentlich zu wissen, dass ich dann mal so quasi von Chef-Trainer. Wir haben ein internes Fußballteam, nämlich so. Ja, genau.
SC Ecliptica. Ja. SC Ecliptica, ja. Wir reden jetzt aber schon vom richtigen Fußball. Ja, 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 nein, nein, vom echten. Wir starten jetzt durch in der vierten Liga. Also wenn es mit der Musik nichts wird. Was wohl, dann kommt ja nicht mehr, weil Fußball bin ich ja absolut zu null. Welche Nummer würdet ihr den Fans ganz besonders ans Herz legen?